Die Benediktinerabtei Kloster Sismar wurde 1231 nach der Vertreibung der Mönche aus Lübeck auf die holsteinische Halbinsel Wagrien gegründet. In den nächsten Jahrzehnten wurde das Kloster vor allem wegen seinem großen Reliquienschatz und der 1249 für heilig erklärten Johannesquelle zu einem Wallfahrtsort. Durch die Reformation wurde das Kloster 1561 aufgehoben und die Gebäude weltlich unter anderem als Gutshof und als Sitz des herzoglich-holsteinischen Amtsmanns genutzt. Die bedeutendste kulturhistorische Sehenswürdigkeit der Klosterkirche St. Maria und St. Johannes ist der 6 Meter breite, ursprünglich als Reliquienschrein genutzte hölzerne Flügelaltar, der ab 1310 von unbekannten Künstlern in Lübeck geschaffene und seit 1320 in der Klosterkirche stehende Altar gilt als einer der ältesten geschnitzten Flügelaltäre der Welt. Der linke Flügel zeigt Szenen aus dem Leben des Klosterpatrons Johannes. Im Mittelteil ist die Passionsgeschichte dargestellt. Der rechte Flügel zeigt Szenen aus dem Leben des Ordensgründers Benedikt von Nursa. Im Gewölbekeller unter dem Südflügel der ehemaligen Klausur befindet sich in einem Brunnen die Quelle, die 1249 als Johannesquelle für heilig erklärt wurde. Seit 1999 gehört Kloster Sismar zur Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf.